Hallo meine Lieben, willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es einen Nostalgie-Alarm. Und zwar geht es heute um etwas, was ich wirklich nur durch euch und durch YouTube wiedergefunden habe, was ich früher geguckt habe. Und wenn ihr jetzt ein bisschen gleich so merkt, was man früher wirklich geguckt hat, dann müssten ungefähr diese Reaktionen dabei auftreten. Oh. Ist das ein Scheiß? Sowas habe ich geguckt. Das erklärt einiges. Fangen wir erstmal harmlos an mit etwas, was ich selber ja auch noch recht cool fand. 1990 entwickelte nämlich ITE, das ist ein dänisches Entwicklerstudio, was auch eigentlich nur für diese Hugo-Spiele hier bekannt ist, dieses wunderschöne Spiel, in dem praktisch dieser Troll, der irgendwo in den Wäldern Skandinaviens gelebt hat, einfach nur friedlich vor sich her leben wollte. Dann wurden aber eines Tages seine Verwandten von der bösen Hexe Hexana, ein sehr kreativer Name, entführt. Ja, und er will ihn natürlich retten und stapft los und begibt sich so auf viele verschiedene Abenteuer. Der Clou an diesem Spiel war, dass es explizit dafür entwickelt wurde und um im Fernsehen interaktiv gespielt zu werden. Es wurde damals auf einigen Sendern wirklich halt auch gespielt und der Clou war, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass die Leute damals per Telefon angerufen haben. Früher gab es tatsächlich ja noch diese alten großen Drehtelefone, wo du wirklich große Tasten hattest. Heutzutage, wenn du mit dem Smartphone anrufst, wird es schon wieder kritischer. Nein, da haben wir mit diesem alten Telefon da angerufen und dann sollten die Leute, indem sie halt ihre Tasten drücken, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, diesen Hugo steuern. Das heißt, wie man hier auch sieht, wenn die halt ihn nach links springen lassen wollten, mussten sie zum Beispiel die 3 drücken. Wieder in die Mitte die 6 und wieder nach rechts die 9. Und so gab es ganz, ganz viele verschiedene Spiele, die sie halt ein bisschen mit Geschicklichkeit und Timing spielen mussten. Was aber so witzig an dem Spiel war, dass nicht jedes Telefon richtig funktioniert hat. Und dann gab es halt immer Leute, die gedrückt haben und ausgerastet sind, weil der Kobold halt nicht so reagiert hat, wie sie wollten. Und dann haben sie da angerufen, sind endlich durchgekommen und dann funktionierte das Telefon nicht richtig. Die Marina macht das genau richtig. Oh. Recht hast du. Oben war es wirklich schon langweilig. Sind noch eine Menge Flieger da. Das ist aber nicht so oft vorgekommen. Meistens hat es wirklich gut funktioniert und nach einer gewissen Zeit wurden die Leute halt auch richtig gut. Um dem aber vorzugreifen, musstest du nicht nur ein paar Spiele per Geschicklichkeit spielen, sondern ganz am Ende, wenn du halt Hexana besiegen willst, gab es immer verschiedene Glücksspiele. Manchmal musstest du an Seilen ziehen, manchmal nur eine Truhe aufmachen und das war auch wirklich, da konntest du nichts gucken, du musstest einfach per Glück einfach irgendwas wählen. Und dann hast du entweder dein Geld verdoppelt, dein Geld behalten oder du hast tatsächlich das Spiel verloren und gar nichts bekommen. Es war unglaublich cool, diesen Quatsch damals im Fernsehen zu gucken. Es war auch sowas ähnliches wie dieser Sat1-Ball, den man ja auch so ein bisschen per Telefon bewegen konnte. Und dann kam tatsächlich 1996, kamen die Spiele auch auf dem PC heraus. Hugo 1 bis 6 ist auf dem PC erschienen. Und hat halt diese ganzen Minispiele und noch viele weitere Minispiele, die im Fernsehen so bei uns gar nicht rausgekommen sind. Gut, in Skandinavien vielleicht schon, da war das ein bisschen verbreiter mit diesem dänischen Hugo-Troll. Und diese Spiele konntest du dann alle spielen, natürlich mit ganz normal mit den Pfeiltasten auf der Tastatur. Und das habe ich getan und es hat wirklich Spaß gemacht. Es war so eine richtig schön entspannte Art, diese Spiele zu spielen. Ich habe sie alle durchgespielt, jedenfalls die, die ich hatte. Ich hatte nicht alle Hugo-Spiele. Und es ist so ein richtig schöner Batzen Nostalgie für mich, diesen Quatsch, den ich im Fernsehen gespielt habe, auch auf dem PC spielen zu können. Es gab auch ganz viel anderes Hugo-Merchandise. Ich persönlich hatte zum Beispiel also eine blaue Hugo-Mega-Hits-CD. Ich habe keine Ahnung mehr, was da drauf war. Es ist auch wirklich altes Ding, aber ich fand damals Hugo toll und auch diese CD, da war so noch so Blümchen drauf, also so alter, schöner Techno und sowas, fand ich super cool.
Diese Art zu reisen ist einfach veraltet. So, aber jetzt pass auf. Hugo war ja noch ganz cool, hat ja auch echt Spaß gemacht, war auch super nett und alles. Die Hugo-Show lief auch noch viele Jahre, bis es dann letztendlich ausgeklungen ist. Übrigens war sogar die Sonja Zietlow, die man ja kennt, die hat eine Zeit lang auch diese Hugo-Show moderiert. So, jetzt pass auf. Dann habe ich so überlegt. Interaktives Fernsehen. Da gab es ja noch was. Leute, jetzt wird's echt, jetzt wird's echt schräge. Ich hatte das völlig ausgeblendet, dass ich auch diesen Scheiß damals geguckt habe. Es war so damals so die Zeit, als man nachts tatsächlich noch DSF gucken konnte. Ich habe früher noch nachts DSF und Eurosport geguckt, denn da lief da tatsächlich noch Sport. Auf den Musiksendern lief nachts noch Musik. Und auf anderen Sendern, zum Beispiel Super RTL, liefen nachts sogar noch Cartoons. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Sie haben dann irgendwann zu Erwachsenenfernsehen umgeschwenkt, aber dann kamen die auf die Idee, interaktives Fernsehen mit einzubringen. Und dann entstand die Super RTL Fun Night. Es war so witzig. Pass auf, es gab zwei Sachen. Zum einen gab es interaktive Spiele. Die waren so schlecht. Es gab einmal Asteroids, wo halt die Leute per SMS Koordinaten dahin schicken mussten. Und dann, eine Zeit lang haben das sogar Leute ein bisschen moderiert. Später dann lief die Asteroid-Show einfach nur so und du hast nur noch gesehen, wie die Leute geschossen haben. Und du musstest halt Koordinaten eingeben und konntest so halt die Meteoriten, die auf deine Basis zuflogen, halt abschießen. Und alle Leute, die praktisch da was hingeschickt haben, konnten an diesem Spiel teilhaben. Dann gab es noch so eine Art Chat da unten, der halt einfach so lief, konnte man auch hinschicken. Und dann gab es noch das Spiel, zu dem ich leider weder auch nur irgendein Bild noch irgendeine Videoaufnahme finden konnte. Und zwar war das Katapult. Das fand ich eine Zeit lang sogar noch einigermaßen interessant, muss ich ehrlich sagen. Du konntest halt auch da wieder gewisse Richtungen eingeben und dann hast du Katapulte, von denen du mehrere zur Auswahl hattest, mit denen hast du halt auf einen Gegner geschossen. Und je besser und genauer du deine Daten eingegeben hast, desto besser hast du halt getroffen. Und so musstest du halt, ja, deine Gruppe, also ihr als Zuschauer, musstet halt versuchen zu gewinnen. Es war abgefahren dämlich und einfach irgendwie blöd, aber es war damals cool zu gucken, wie die Leute per SMS an diesen Spielen teilgenommen haben. Und wie gesagt, manchmal wurde es moderiert. Das habe ich aber auch nicht so viel geguckt, aber jetzt wird es richtig krass schlecht. Es gab in der Super RTL Fun Night nämlich, abgesehen von den Spielen, noch ein tolles Feature. Und zwar das SMS-Vorlesen. Da saßen einfach nur zwei Figuren und haben die SMS vorgelesen, die die Leute dahin geschickt haben. Mehr nicht. Das Bescheuerte und das, warum es wahrscheinlich auch viele Leute geguckt haben, war, erstens, dass es damals recht neu war, dass du halt deine SMS im Fernsehen hast vorlesen lassen können. Also ob es jetzt ein Küken war, ein Hase oder zu Weihnachten der Weihnachtsmann oder einfach nur irgendwelche zwei Figuren, die da saßen. Es war immer schlecht. Denn es war so eine ganz, ganz schlecht programmierte Computerstimme, die das so trocken und emotionslos vorgelesen hat. Aber dann ging es ja los. Dann haben die Leute nämlich gemerkt, dass es witzig ist, wenn man da gewisse Nachrichten mit gewissen Satzzeichen hinschickt. Und dann haben sie angefangen, diese Figuren die bescheuertsten und dämlichsten Nachrichten vorlesen zu lassen. Am Anfang waren es einfach nur Liebesbekundungen, wie, oh Tom, ich liebe dich über alles, grüße Nina und so. Aber dann, wie gesagt, wurden die Nachrichten echt witzig und echt abgefahren. Aber das ist trotzdem keine Ausrede dafür, dass man das tatsächlich geguckt hat. Peter, trink endlich aus oder zieh aus der Links neben dir. Christin, mir ist langweilig. Ich liebe dich über alles, mein Schatz, und ich will dich nie verlieren. Dein Muckel. Es ist Zeit für den HSV-Meister zu werden. Nur der HSV. Oi. Oi, 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 oi. 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 Oi, 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 oi. André. Hallo Mina, ich glaube auch du hast mir. Bell,
kann mich echt an Abende erinnern, an Nächte, als man so ein bisschen auch mal aufbleiben durfte, wo ich da echt saß. Vielleicht habe ich noch irgendwas nebenbei gedaddelt oder so, aber ich habe bestimmt stundenlang mir diese Super RTL Fun Night gegeben. Und das, Leute, ist peinlich. Das ist richtig peinlich. Aber ich stehe dazu, ja, ich habe Super RTL Fun Night geguckt. Nicht nur diese dämlichen Scheißspiele, nein, ich habe mir tatsächlich auch das SMS-Vorlesen gegeben. Wenn ich mir heutzutage das angucke, ich komme nicht ohnehin zu denken, nein, warum hast du deine Zeit mit sowas verschwendet? Aber es ist trotzdem für mich ein dicker Batzen Nostalgie. Mann, hat man einen Scheiß im Fernsehen früher geguckt, ohne Witz. Also Leute, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. So ein bisschen, ja, Hugo war ja noch ganz cool. Super RTL Fun Night war einfach nur peinlich, aber es war irgendwie im Nachhinein doch echt witzig, sich anzugucken, mit was für einem Quatsch man seine Zeit damals als Jugendlicher verschwendet hat. Also, wir sehen uns beim nächsten Video, hoffentlich wieder mit einem etwas besseren Content als diesem Blödsinn hier. Es war trotzdem witzig, das Video zu machen. Ciao. André.